Nach Hadischas und Abu Talibs Tod begann für den Propheten eine Zeit voller Schwierigkeiten und Härten. Abu Talib hatte den Propheten stets geschützt. Jetzt aber war er gestorben und die Quraysh fingen an, dem Propheten so viel Leid anzutun, wie sie es zuvor nie gewagt hätten. Er wurde mit Prüfungen, die an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit gingen, auf die Probe gestellt. Ein frecher Bursche von den Quraysh lauerte ihm in der Stadt auf und warf Dreck auf seinen Kopf. Als der Prophet zu Hause ankam, weinte seine Tochter und wusch ihm die Haare. All die Demütigungen aber führten nur dazu, dass er sich mit seinem Herzen noch mehr Allah zuwandte, in der Gewissheit, dass seine Hilfe kommen würde. Und so sagte er zu seiner Tochter: Oh, weine nicht, o meine Tochter. Allah wird deinen Vater schützen. Aber zwischendurch sagte er auch: Die Quraysh tat mir so etwas Hassenswertes nicht an, bis Abu Talib starb. Der Verlust Radishas hinterließ beim Propheten tiefe Trauer. Er trug nun allein die Last der Verantwortung für seine Botschaft und seine Gemeinde, sowie für die Betreuung und Erziehung seiner Töchter. Für die erste Zeit nach ihrem Tod versuchte niemand, ihm eine neue Heirat vorzuschlagen. Es war auch fraglich, ob er überhaupt noch einmal heiraten würde. Seine glücklichen Jahre als Ehemann hatte er mit Radisha verbracht. Und außerdem, wenn er überhaupt noch einmal heiratete, wer sollte die Ehre haben, die Frau des Gesandten zu werden? Eine gutherzige Frau namens Khawla bint Hakim war es, die sich schließlich bemühte, den Propheten von der Notwendigkeit einer neuen Ehe zu überzeugen, die nicht nur um seinetwillen, sondern auch zum Wohle der Gemeinde wichtig war. Sie schlug ihm Sauda, die Tochter des Zamar, vor und der Prophet war damit einverstanden. Sauda lebte in Mekka und war mit ihrem Cousin As-Sakran, dem Sohn des Ammer, verheiratet gewesen. Sie und ihr Mann zählten zu den ersten Muslimen. Zusammen mit den anderen Anhängern des Propheten Mohammeds wurden sie in Mekka wegen ihres Glaubens gequält und geschlagen. Beide gehörten zu den Auswanderern, die nach Abessinien geflüchtet waren. In dieser harten Zeit verlor Sauda ihren Mann. Und nach einiger Zeit kehrte sie alleine aus Abessinien zurück. Khawla kam nun als Vermittlerin zum Hause Saudas und begrüßte sie mit den Worten: Welche Güte und welchen Segen dir Allah gewährte, o Sauda! Sauda fragte erstaunt: Und welche Güte ist das, Khawla? Khawla antwortete: Der Gesandte Allah schickt mich, um für ihn um deine Hand anzuhalten. Sauda reagierte erfreut, aber zugleich beherrscht, indem sie Khawla aufforderte, zunächst ihren Vater davon zu unterrichten. Sie wies zu dem Zimmer, in dem er sich aufhielt. Saudas Vater, Samar, war ein betagter Mann, der an seinem alten Glauben hing. Als Khawla ihm Mohammeds Ansinnen hervortrug, äußerte er sich ganz knapp über ihn. Edel und fähig, sagte er. Und dann fragte er: Und? Was sagt deine Gefährtin Sauda dazu? Und Khawla antwortete ihm: Sie mag es. Darauf ließ Samar seine Tochter holen und fragte sie: O Sauda, diese hier behauptet, dass Muhammad bin Abdullah sie zu dir geschickt hat, um dich um die Ehe mit ihm zu bitten. Er ist fähig. Willst du, dass ich dich mit ihm verheirate? Saudas Augen leuchteten vor Freude und die Heirat wurde bald vollzogen. Niemand in der islamischen Gesellschaft wollte glauben, dass Sauda die Stellung Radishas einnehmen könnte, denn Sauda war bereits im fortgeschrittenen Alter.
Ihr Glaube jedoch verband sie aufs innigste mit dem Propheten. Sauda war sich bewusst, dass der Prophet sie vor allem aus Güte und Barmherzigkeit geheiratet hatte. Als sie in das Haus des Gesandten aufgenommen wurde, bedeutete dies eine zweifache Auszeichnung für sie. Eine Belohnung, da sie eine der ersten Musliminnen war, dem Druck der Mekkaner nicht nachgegeben hatte und der Botschaft treu geblieben war. Und außerdem eine Aufnahme in den Schutz des Propheten. Sauda wurde dem Propheten eine freundliche, gütige, bescheidene und fröhliche Ehefrau. Oft erzählte sie ihm lustige Dinge, mit denen sie ihn zum Lachen brachte. So erzählte sie ihm eines Tages, dass sie einmal lange hinter ihm gebetet habe. Ich habe hinter dir die Nacht hindurch gebetet, o Gesandter Allahs, und fiel nieder mit dir, bis ich meine Nase festhalten musste, da ich befürchtete, dass Blut aus ihr tropfen würde. Darüber lachte der Prophet zunächst. Und dann musste er herzhaft lachen.